Der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, also die Baptisten, haben eine Bundesratstagung in diesem Jahr im Mai 2023. Und es gibt eine geistliche Gemeindeerneuerung, die versucht, das sinkende Schiff wieder flott zu machen. Und sie bieten hörendes Gebet an. Und ich persönlich bin einfach nur schockiert, wie man einfach nicht erkennen kann, auf welchem falschen Fundament die Baptisten heute laufen, wie gotteslästerlich die Gemeinde geführt wird, der Bund geführt wird, von Menschen, die Gott nicht kennen, von Menschen, die Gotteslästerung nicht nur betreiben, sondern auch noch fördern, indem sie Elztal, die Ausbildungsstätte der Baptisten, eben finanziell unterstützen, indem sie diese Gotteslästerung weiterlaufen lassen, indem Pastoren gotteslästerliche Lehre hören, die Bibel behandeln, als sei es nicht Gottes Wort und nichts, ich sag mal, keinen Glauben wachsen lassen, sondern alles kaputt machen durch ihre falsche, gotteslästerliche, satanische Lehre. Und dann das zweite Bein der Baptisten ist im Grunde, dass sie eben in der Ökumene sind und alle falschen Lehren, die es bei den Staatskirchen gibt, wie Babytaufe und so weiter, dass sie das alles nicht mehr kritisieren dürfen, dass sie sich selber einen Maulkorb umgebunden haben und andere Christen nicht mehr kritisieren dürfen und auf die falsche Lehre hinweisen dürfen, wozu wir aber verpflichtet sind. Denn das Problem ist, dass wir, sobald wir aufhören, falsche Lehre anzusprechen, kriecht die falsche Lehre auch in die eigene Gemeinde hinein. Und die Ökumene ist ein satanischer Umerziehungsprozess und die HKM, die Baptisten seit 40 Jahren betreiben, ist nur reinste Gotteslästerung. Und deshalb kann ich die Leute nicht verstehen, die dieses sinkende Schiff noch retten wollen und vor allem da noch einen Anstrich geben wollen, hörendes Gebet, einen Anstrich geben wollen, als ob Gott nicht schon längst geredet hat, als ob Gott nicht schon längst Standards gesetzt hat. Und sowohl in Korinther als auch in der Offenbarung steht ganz klar, was wir machen sollen. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Das, was die Baptisten und die ganze Leitung und der Vorstand machen, ist Götzendienst, ist Gotteslästerung. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Offenbarung 18,4. Es ist für mich unglaublich, wie Leute, die HKM und auch Ökumene verstehen, wie absurd und gotteslästerlich und falsch es ist, wie man dann versucht, dieses Schiff noch vom Untergang zu retten, was schon, ich sag mal, eigentlich schon untergegangen ist. Neuer Wein gehört in neue Schläuche und wir kriegen den Baptismus nicht gerettet, es sei denn, Gott setzt neue Leiter ein, die geistgeführt sind, die ihm dienen, die ihre Knie beugen und nicht diese stolzen Gotteslästerer, die wir aktuell in Elztal und im Bund der Baptisten in den Leitungsgremien haben. Sowohl im gesamten die ganzen Bundesgremien als auch eben der Vorstand. Es sind Leute, die sich dieser Gotteslästerung unterworfen haben und die keinen Durchblick haben, Gott nicht kennen, die wirklich dieses ganze Schiff in den Abgrund führen, weil sie ihre Knie nicht beugen wollen.